Hallo Minecraft-Freunde. Ja, ich wurde gebeten, ein Let's Play Blödsinn Quatsch, ein Tutorial zu machen über den UgoCraft-Mod. UgoCraft-Mod Tutorial. Ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Ding erst nur so ein bisschen beschäftigt. Man kann halt hier so tolle Sachen machen wie Blöcke bewegen. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist schwierig. Ich weiß zwar, wie man es benutzt, aber erklären ist schwierig. Ja, gut. Ich kann das ja so mal versuchen. Also, die Blöcke haben wir hier. Die befinden sich in dem Redstone-Bereich danach. Und zwar haben wir Marker on-off. Dann haben wir einen Target Block, einen Rotationsblock, einen Slide Block, einen Slide Block Slant, wofür auch immer der ist, kann ich leider nicht sagen. Wie gesagt, ich habe das Ding noch nicht benutzt und so ganz kenne ich mich mit dem Ding auch noch nicht aus. Aber ein Teil der Dinge habe ich also schon verwendet. Zeige ich euch gleich auch noch mal ein bisschen was zu. Ich habe das ja schon mal gezeigt, aber nur nicht zu gesagt. Das wollen wir heute machen. So, dann haben wir ein Control Panel. Dann haben wir eine Isolationsplate, eine One-Way Plate, eine Remote Reception Plate und eine Transmission Plate. Die One-Way Plate und die beiden hier unten, ja, habe ich auch selber noch nicht benutzt. Vielleicht, dass die hier mit dem Target Block und so weiter zusammenhängen. Man weiß es nicht. Zumindest ich weiß es nicht. So, man kann halt eben so Sachen machen, wie zum Beispiel hier so ein ganzes Dach aufgehen lassen. Na, dann kann man hier hoch. Wichtig ist jetzt hierbei bloß, wenn ich mit gleichen Blöcken arbeite, muss ich diese, und zwar diese Isolationsplate dazwischen machen, weil ansonsten kleben die Blöcke zusammen und es geht gar nichts mehr. Und diese Isolationsplate sorgen halt dafür, dass diese Blöcke im Prinzip nicht übereinander bappen und somit sich danach auch bewegen. So, das ist einmal die Rotationsgeschichte. Dann haben wir die Slide-Blöcke. Hier den Schalter. So, mit den Slide-Blöcken kann ich, wie man hier sieht, bis zu 1048 Blöcke auf einmal in eine Richtung bewegen. Unabhängig natürlich, klar kann ich 1048 Blöcke einen hoch oder 1048 Blöcke nach oben hoch. Oder halt wie jetzt in diesem Fall als Schild, um zum Beispiel diese hässliche Burg zu verstecken. Die wohl bemerkt aus dem Simiocraft-Mod ist. Meistens zum Schluss, mag vielleicht an meiner schwächlichen Grafikkarte hier liegen, ist es so, dass das ganze Gebilde, was man bewegt hat, einmal kurz verschwindet. Irgendwas wollte jetzt hier von mir, egal. Und taucht dann wieder auf. Und das ist halt in der Regel immer so, dass das ganze Ding einmal verschwindet und dann kurz wiederkommt. Und das die Geschichte mit dem Slide-Block. So, dann habe ich hier mal so ein bisschen gefriemelt. Und zwar, naja, ich sag mal so, vielleicht eine Geschichte für einen Survival-Bereich oder so, wenn man das Ganze jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade aus Wolle macht, sondern vielleicht eher aus Obsidian oder sowas in dieser Richtung, dass es ein bisschen unverwüstlicher ist. Hier braucht man ja bloß Feuer legen. Hier kann man so machen, Schalter umgelegt, der Boden senkt sich ab und die Wände klappen hier, wie man das sieht, eine nach der anderen runter. Und somit ist das ganze Häuschen eigentlich nur noch eine flache Platte. Und dann kann man hier unten halt irgendwie, ja, irgendwie weiterbauen oder so. Somit kann hier auch keiner rein, denn der Schalter ist nur hier drin. Draußen gibt es keinen. Das Ganze geht natürlich auch wieder zurück. Wand und Decke fahren hoch. Alle vier Wände fahren hoch. Es bleibt selbst die Tür auf. Und schon hat man im Prinzip wieder ein Häuschen. So, jetzt kann ich hier rausgehen. Habe hier draußen zu Demonstrationszwecken natürlich den Schalter so gemacht, dass man es also auch von draußen sehen kann. Schalter umgelegt. So, und dann sieht man, dass die Wände sich einfach flach legen. Wenn man jetzt das Ganze vielleicht nicht unbedingt mit Wolle oder einem andersfarbigen Material macht, würde das Ganze vielleicht bis auf eine Tür gar nicht wirklich auffallen. Na, das heißt, man könnte sich da halt eben ein schönes Versteck von bauen. Das ist jetzt, wie gesagt, mit 4 Rotationsblöcken gemacht, die ich jetzt über diesen Control Panel oder wie auch immer, könnte ich die einstellen, vorausgesetzt sie sind nicht wie jetzt hier in diesem Fall aktiviert. Das könnte man jetzt hier drüben hier, Moment, da an der Brücke kann man das zum Beispiel machen. Das ist vielleicht eine ganz normale Hebebrücke hier. So, das heißt, ich gehe hier im Prinzip bei, senke die Brücke ab, habe hier drüben, glaube hier drüben war es, da, den Rotationsblock. Und sobald der jetzt hier erlischt, gehe ich mit dem Control Panel drauf und sage hier zum Beispiel, auch immer 200 hier, so, und gehe hier drüben hin und dann passiert Folgendes. Schwupp. Das Ding geht schlagartig nach oben und die andere Seite ist jetzt ja nicht eingestellt, fährt halt ganz gemütlich nach oben. Das gleiche geht natürlich auch wieder runter, patsch, und schon ist das Ding wieder unten. So, das Ganze kann man natürlich jetzt auch wieder hier zurückstellen. Schauen wir wieder auf 3, so wie es gewesen ist. So, und schon, ups, und schon geht das Ganze langsam und gemütlich hoch. Die andere Seite steht, glaube ich, noch auf 1. Und somit kann man das halt eben auch variieren. Ja, hier nochmal ein Beispiel des Rotationsblockes. Hier zwischen sieht man halt eben diese Plates, dass das halt nicht aneinander bappt. Wenn wir jetzt hier reingehen, also ich kriege das hier hin, schwuppdiwuppdi. Und habe natürlich blödsinnigerweise Schalter unten hingemacht. Ist ja klar. Hier im Prinzip einen Schalter und kann das Ganze dann anhalten. Das Ganze dreht sich grundsätzlich wieder in die Grundstellung. Das heißt, wenn das Gesicht hier von dem Creeper nach vorne war, dann wird es auch beim Ausschalten wieder nach vorne sein. So, zudem gibt es dann noch den Cannon Block. Den habe ich hier auch mit eingebaut. Und der wird ganz normal, kommen wir gleich zu, mit TNT geladen. So, und dafür habe ich den Schalter hier. Da drückt man halt drauf und schießt den Creeper-Kopf einfach in die Höhe. Dazu habe ich das Ganze hier nochmal aufgebaut mit so einer Art Pfeil. So, da kann man hingehen. Kann hier die Feuerzeit verstellen, was verschossen werden soll. Und diese Test-Connection ist dazu gedacht, wenn ich die jetzt aktiviere und drücke hier drauf, wird das ganze Ding schwarz. Und somit zeigt mir das an, alles was schwarz ist, wird im Prinzip bewegt. So, jetzt machen wir das wieder aus. So. Und jetzt müsste ich hier natürlich irgendwas anderes in der Hand haben. Außer das. Das war weg. So. Und hier sieht man, dass es halt eben ganz normal mit TNT geladen wird. Und dann kann man da halt irgendwas drauf bauen, Knöpfchen drücken und abschießen. Solange das Ganze symmetrisch ist, das heißt in alle Richtungen identisch ist, fliegt das Ganze auch gerade hoch und kommt auch gerade wieder runter. Das jetzt mal machen, wenn ich jetzt den Cannon-Block nehme, so, TNT, Schalter, hier, Laps, ne, nehmen wir ruhig Eisen, Eisenblock, so. Das heißt, ich nehme jetzt einfach einen Eisenblock, so, Eisenblock, den Cannon drauf, den Cannon laden wir jetzt mit TNT. Hier unten kommt ein Knöpfchen dran. Und oben kommt ein Eisenblock drauf. So, einmal gedrückt. Und das Ding fliegt hoch. Wie hoch es genau fliegt, kann ich gar nicht genau sagen. Solange das Ding, wie gesagt, gleichmäßig ist, fliegt es gerade hoch. Jetzt packe ich hier einen außen dran, schieße nochmal. Und jetzt fliegt das ganze Ding daneben. So. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Und es landet dann, naja, fast daneben. So, das Ganze kann man natürlich jetzt auch dementsprechend noch hier übertreiben, um zum Beispiel irgendwas irgendwo hinzuschießen. Und dann fliegt das irgendwo hin. Vielleicht ein bisschen Glück, ist jetzt nicht auf dem Leuchtturm gelandet, sondern vielleicht dahinter, wäre schön. Und da liegt es, glaube ich. Und da liegt es. Hat sich halt eben bis hier hinten hingeschossen. So, das wäre der Cannon Block. So, den Cannon Block haben wir, den Slide Block haben wir. Ja, mit dem Rotationsblock lassen sich natürlich noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel der absolute, mega einfache Leuchtturm. Unten einfach einen Rotationsblock hin, Geschwindigkeit dementsprechend eingestellt, ein bisschen Glowstone dran gefriemelt und schon hat man seinen Leuchtturm. Ohne großartige Redstone-Schaltungen und großen Füllefanz. So, einen haben wir hier noch. Da haben wir noch einen, genau. Einfache kleine Spielzeugburg hier. Hier vorne ist eine Brücke. Die ist jetzt unten, logisch. Jetzt komme ich ja nicht rein. Hebel, zack, Brücke wieder zu. So, schon kommt keiner mehr rein. Einmal den Hebel wieder und schon kommt man wieder raus. Bei kleineren Sachen ist es so, dass diese Fläche, die ich bewegt habe, nicht verschwindet. Also nur bei größeren Dingen habe ich festgestellt, aber kann, wie gesagt, an meiner Grafikkarte liegen. Will ich jetzt mal nicht ganz ausschließen. So, haben wir noch was? Nö, also hier nicht. Wir gehen gleich nochmal in eine andere Map und da zeige ich dann nochmal was anderes. So, jetzt sind wir in einer Map drin hier. Und zwar ist das eine Map von Nemetos. Deswegen auch hier NM. Hier ist es jetzt so, er hat hier 2 Mülltonnen gebaut. Die kleine war überhaupt gar kein Problem. Das Ganze so zu konstruieren, dass, wenn es hier Nacht wird, sich hier das mittlere Stück fährt runter, die Platte hier im Prinzip, und der Deckel geht zu. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Monstern spielen würde, würde jetzt hier eben auch kein Monster reinkommen. So, warum jetzt der Deckel wieder aufgeht, kann ich im Moment jetzt nicht so ganz genau sagen. Das passiert schon mal. Aber egal, wir machen kurz Tag. Und dann klappt jetzt dieses Schild hier gleich wieder hoch. Da ist eine leichte Verzögerung drin durch so ein paar Repeater, die ich hier runtergefriemelt habe. Also so ein paar. Sagt Redstone-mäßig bin ich da der Mega-Noob. Gebe ich ja zu. Das Ganze geht mit Sicherheit wesentlich sinnvoller als das, was ich hier gebaut habe. Will ich jetzt nicht abstreiten. Ja, dann hat er hier die große Mülltonne gebaut. Und meinte, ob es nicht möglich wäre, hier den Deckel vielleicht auch zu bewegen. Jein. Ich habe es bis jetzt nur ansatzweise hinbekommen. Und zwar, das, was jetzt hier ist, bewegt sich. Es bewegt sich ja langsam. Aber das können wir ändern. Indem wir einfach hier runtergehen. Und warten, bis der wieder auf Nullstellung steht und erhöhen hier einfach die Werte ein bisschen. So. Und hier jetzt ein paar Schalter. Dann geht das Ganze schon etwas fixer. Man sieht natürlich nicht viel. Das heißt, wir gehen einfach wieder hoch, dann sieht man ein bisschen mehr. So. Und Deckel auf. Ja, das Problem ist, ein Block mehr und der Deckel geht nicht mehr auf. Ich gehe davon aus, dass dieser seitliche Arm hier, der ist ja schon relativ groß, plus die Entfernung jetzt von hier rüber mit dem Ansatz hier den Deckel und so weiter, dass das schon zu viele Blöcke sind und sich deswegen da halt eben nichts mehr bewegt. So, hier habe ich jetzt noch nichts gemacht. Ich muss mal schauen, vielleicht ist es möglich, dass ich diesen Deckel nochmal in 3 oder 4 Teile aufteile, um dann dementsprechend hier den Deckel im Prinzip ja in Einzelteilen zu öffnen und die Rotationsmotoren so zu timen, dass das Ganze trotzdem optisch noch so aussieht, als wenn das in einem Stück aufgeht. Und wie gesagt, hier bei der kleinen Tonne war es überhaupt gar kein Problem, da die Blöcke hier nicht so viele sind. Ich kann es jetzt nochmal dunkel machen hier. Dann kann man das da vielleicht nochmal sehen, wie das Ganze einklappt. Wie gesagt, das ist alles timebar, dass das Ganze schon passt. So, Deckel sollte eigentlich auch zubleiben. Ja, sollte zubleiben, habe ich gesagt, aber ist egal. Ja, wechseln wir nochmal die Map. Eine haben wir noch. So, hier haben wir nochmal die letzte Map. Hier ist natürlich meine Grafik wieder wirklich am äußersten Limit. Ich denke mal kurz davor, im Prinzip in Rauch und Flammen aufzugehen. Man sieht das halt eben, wie gesagt, in dem Drehen der Räder. Diese Map ist mega aufwendig gemacht. Es ist ein riesen Truck. Ich bewege jetzt absolut mal nicht die Maus. Den Truck kennt er sicher. Und hier habe ich es einfach mal nur gemacht, dass ich, wie gesagt, über die Rotationsmotoren die Räder einfach animiert habe. Nur dadurch, dass der Truck halt so riesig ist, ausgerüstet ist mit Unmengen an Redstone und Redstone-Lampen und Pisten und weiß der Teufel, ist dieser Ladevorgang dieser Map also mega aufwendig. Und hier stößt meine Karte definitiv an ihre Grenzen. Normalerweise laufen diese Räder gleichmäßig und ja, synchron. Ja, in diesem Fall halt leider nicht. Aber möglich ist das also auch. Ich habe hier also die Hinterräder. Ich versuche mal das zu drehen, ob da noch was überbleibt von. Und die Vorderräder komplett, ja, im Prinzip zum Drehen gebracht. Und ja, es ist halt so, dass dabei irgendwie der Truck ein bisschen gelitten hat. Nicht, dass ich da irgendwas abgerissen hätte oder so. Es wird einem einfach nicht nachgeladen. Ja, das soll es denn hier. Ich werde das hier erstmal irgendwie versuchen, einigermaßen zu richten. So, wie gesagt, ich habe keine große Ahnung von diesen ganzen Tutorials, wie man irgendwas bastelt, baut oder umbaut. Ich kann halt euch nur zeigen, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe zum Teil. Ja. Also ich kann euch diesen UgoCraft-Mod eigentlich wirklich nur ins Herz legen für Leute, die wirklich ja ein bisschen basteln wollen und eventuell das eine oder andere ein bisschen animieren wollen. Es lassen sich da mit Sicherheit noch andere Dinge bauen, wie zum Beispiel so Schwebebahnen oder sowas in dieser Richtung. Man kennt das ja irgendwie so von irgendwelchen Vergnügungsparks, wo so Gondeln auf so einem Schienending da rumhuschen. Sowas lässt sich da mit Sicherheit konstruieren, weil man ja diese Slider nacheinander setzen kann. Und es wird immer im Prinzip von on nach off und von off nach on gefahren. Ja, das soll es hier von meiner Seite dazu gewesen sein. Vielleicht war es für den einen oder anderen ein bisschen hilfreich. Ja, im Zweifelsfall hämmert irgendwas unten in die Kommentare und ich versuche das Ganze einfach zu beantworten. Ansonsten sage ich einfach und tschüss!